ganz hübsch hier. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Tiri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Kelpi? Sollen wir danach suchen? Geht's um ihr... Also im Buch hat sie ein Einhorn. Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach nur um ein Pferd geht. Im Buch hat sie theoretisch ein Einhorn. Und das nennt sie im Englischen Horsey. Ist damit Kelpi genannt? Weil durch Horsey hat sie erst ihre richtige Magie bekommen. Für ihr Pferd. Das ist die Schwalbe. Kann ich auch noch untersuchen. Achso, ich kann. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geralt, was zum Henker ist das? Habe ich jetzt einen Kairan beschworen? Nee. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Was ich Scheiße gebaut habe? Jawohl, gegen Geralt und Kira kämpfen. Markierer weg, wa? Ja, leck mich doch. Und besser kämpfen als ich. Ich kann deine Zweifel nicht mehr. Ich weiß genau, welche von euch echt ist. Jetzt konzentrier dich aufs Kämpfen. Ist dir sowas schon mal passiert? Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt zu nehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind gutherzig gewesen. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Hat er nur Kelpie? What? Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Boah, ich bin zu blöd für solche Rätsel. So. Mit Wetzstein und Rüstungsschmierwerkzeug. Ja, ich brauche ein Waffenreparaturset. Oder einen Schmied. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Ich glaube wirklich, dass was Geralt da sagt, also Cape hier, ist das Richtige. Es kommt ja dann doch aus dem... Vella Glan! Geht nun? Nein, kämpfen wir nochmal gegen die beiden. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Aber Kira war gar nicht bei. Was zum Henker ist das? Was hat sie mit dem Kairan zu tun? Ja, kann man doch. Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Alter. Doppel Geralt. Der ist so stark. Du weißt schon, ob man sich selbst besiegen kann und ob man das will. Vielleicht hat man diese Erscheinungen jetzt. Tut mir leid, ich kann deine Zweifel nicht zeigen. Ich weiß genau, welche für dich echt ist. Jetzt konzentriere dich auf den Kopf. Damit. Muss ich aufpassen. Hey, Kira ist schon fern. Was schon mal passiert? Eine Story kennen wir ja. Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Nee. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Ich gucke einfach mal, ob man das überleben kann. Oh, jetzt beide Waffen im Arsch. Musst du alles anfassen?
Ja, ist witzig. Ist alles in Ordnung? Ich hab's ja überlebt. Kann man so sagen. Hier ist ein Loch. Irgendwo hier ist ein Durchgang. Hier, da kommt er. Ein da ist ein Pferd. Das muss ein Hinweis für Ziri sein. Der hat eine Schatztruhe drin. Toll. Und wahrscheinlich, falls Ciri hier hinkommt und... Also ich denke mal nicht, dass er es angestellt hat, aber theoretisch würde es passen, wenn Ciri hier hinkommt, kein Schwert hat. Hat er hier quasi eins hinterlassen. Auch wenn es schlicht ein schlechtes Schwert ist. Kelp hier. Ah, und... Hör auf, Kelpie zu sagen. Kelpie fand ich besser. Nun? Und nu? Ich hab doch drauf gedrückt. Soll nicht. Ich hab hier drauf gedrückt. Mal sagen, was du willst. Der Gang sieht sogar meiner Meinung nach ein bisschen aus wie ein fettes Pferd. Und schon so stehen lassen. Wirklich ein Stück zurücklaufen. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Hey, jetzt ist der Gang aufgegangen. Schnell. Wir werden doch bestimmt gleich angefallen. Gehen wir. Ja, los. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Ja, aber vielleicht ist er ihr Feind und nicht ihr Freund. Das sieht aus, als wäre Geralt voll fett. Atombomben-Explosion. Bella, klar! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Was ist das? Golem? Sie war nicht erkannt. Einfach großartig. Okay. Pferd ist gut. Ja, das finde ich manchmal beim Kampf noch ein bisschen doof. Was macht das denn, wenn ich direkt zu mir umdrehen? Wohl im Herz. Das wäre Strüber Grotenstein. Ich wusste, wir schaffen es. Manuskript Reliktöl. Manuskript verbessern. Wirklich? Tanzen. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Kleiner Zuri auf. Meine Intuition ist ein Feind. Ich dachte, du hättest es eilig. Scheiße, jetzt habe ich es unterbrochen.
Kommt sie? Große Axiglyphe. Das ist doch schön. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Ein wunderschönes langes Leben. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Ja, wie lange tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Ja, Kira scheint ja ganz lieb zu sein. Kira. Manuskript-Konstrukte. Kavalleriestiefel. Hier ist absolut. Opa! Du hast wieder dieses Gefühl. Gar kein. Easy. Wobei, wie groß ist das Vieh? Das wirst du bereuen! Ja, nicht mich! Au! Oh, ich hab ein paar viele gefressen, getrunken. What? Warum ist denn der so stark? Das tut dir höllisch weh. Das habe ich wieder nicht gespeichert, richtig? Richtig. Also nach dem Gargoyle zumindest. Vor allem, ich sehe noch in dem Gang, dass da was leuchtet und denke mir, hätte ich mal gespeichert. Gehe in den Raum rein, denke mir, speichere ich jetzt. Geh die Tür zu. Nope. Das war dumm von mir. Ich gebe es ja zu. Ach ja. Das Spiel macht es einem nicht einfach. Wenn du Ziri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du, oh, ich habe hier gespeichert. Hängt davon ab, was sie will. Ich will ihren Vater wieder haben. Der bist du. Stellst du dir vor, wie es sein? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich. Dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu erfahren. Was? Wieder dieses Gefühl. Und wie? Gargoyles explodieren nicht mehr, das ist schön. Kleiner Morana-Rundstein. Meister Visimas. Bei meinem Geld drin. Ist ja nicht so, als können wir das nicht gebrauchen. Da jetzt noch eine Prüfung war, dann haben wir die schon mal hinter uns. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Echt viele Sicherheitskehrungen getroffen. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glar. Haben wir ewig gebraucht. Wilde Jagd. Das ist das Portal. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Zerstört sie das vereist. Hattest du das je gedacht? Ah, die werden doch bestimmt gleich aufwachen. Bei meinem Glück. Und bei meinen Kampfskills.